Mit Glockenschlägen und einer Schweigeminute haben die Menschen in Hiroshima, der Opfer des Atombombenabwurfs, am 6. August 1945 gedacht. Japans Ministerpräsident Abe mahnte zur atomaren Abrüstung. Heute vor 73 Jahren hatten die USA die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Japan abgeworfen. 140.000 Menschen kamen dadurch unmittelbar oder in den nachfolgenden Monaten ums Leben.